Hallo YouTube, willkommen zurück. Wir machen langsam Fortschritte. Mühsam ein letztes Eichhörnchen. Verdirbt, ungekühlt. Ah, die Temperatur müssen wir einstellen. Zack, minus 9. Somit haben wir jetzt hier unser Tiergehege. Nicht überdacht im Freien. Oh je, hab ich das Dach vergessen. Dach erstellen. Zack. Und damit haben wir jetzt... Okay, das ist wirklich, wirklich viel Heugras. 1000. Hm, okay. Überfall. Na, passend zum Anfang. Super. Pistole und leichtes Maschinengewehr. Was ist denn hier unten passiert? Ach je, das war der Puma wahrscheinlich, ne? Ja. So, die können sich noch alle ein bisschen ausruhen. Hier ist jetzt das Dach drinne. Zack, verdirbt, nicht tiefgekühlt. Jetzt können wir unsere Tiere auch mal dem Tiergehege beipflichten. Beifügen, hinzufügen. Wo sind die denn? Da ist Nummer 1. Frisst du Heugras? Ich hoffe es. Nahrung? 59. Kommen die? Nee. Ja, sie fressen's. Und machen Babys. Perfekt. Von wo kommen sie? Hier oben lang. Ich glaube, wir platzieren uns aber lieber hier. Bin mir nicht ganz sicher, was er vorhat. Doch, bin ich. Doch, macht er. So wie geplant. Wo ist er hin? Jetzt geht er doch oben lang. Und du? Du gehst unten lang. Oh, gut Treffer. 10 getroffen hier. Aber der trifft ja extrem gut. Fernkampf 10. Und Pflanzen. Aber es ist ein Lammeente und ein Psychopath. Was ist denn mit dem los? Alter 6 und... Nee, der da ist. Alter 96. Der stirbt ja vorher. Arterienverstopfung stark, Rückenschmerzen gebrechlich. Na gut. Ist okay, lauft alle weg. Renata, rettest du sie bitte? Das ist auch so nett so. Da stirbt jemand. Na gut. Lass mal liegen. Flieht panisch. Süß. So, was hat sie für Verletzungen? Tod in 21 Stunden. Oh. Tod in 5 Stunden. Oh, der ist schon schlimmer dran. Wo ist er denn? Da. Alles abgefangen. Wir können jetzt langsam hier die Medizinproduktion wieder einstellen. Also beginnen, nicht einstellen. Da kommt ein neues Ding hin. Und dann haben wir den Angriff auch überstanden. So, hier oben ist das Lager jetzt fertig. Haben wir Bambus 9, 89. Was kostet Regal? Was kostet Regal? Wo haben wir es? Da, 30. Perfekt, das passt doch. Zack, zack. Dann können wir die aber noch wegtragen. Und... Achso, wenn wir so aus so
tragen. Schon ein bisschen Ordnung schaffen. Aber momentan schlafen sie alle oder sind verletzt. Oh, keine Wundinfektion. Du musst dies auf jeden Fall sofort behandeln. Immunität 5, Wundinfektion schon bei 10. 6, 11, 7, 12, 8. Wenn jetzt... Oh je. Das wird die nicht überleben. Schlaf ist vollständig geheilt. Na, ich glaube, das macht sie nicht. 21:15. War Alice wichtig? Alice war Kochen, Waldarbeit, Feldarbeit. Oh, Feldarbeit war so bei 10. Wir machen das. Wir brechen die nochmal ab. Da das Tragen jetzt wirklich keine Priorität hat. Erstmal muss hier aufgeräumt werden. Und Steine hergestellt werden. Hm, die holst du aus dem Lager, ne? Aussetzen. Ach man, schon wieder die nächste. Jetzt feiern die alleine paar. Nein. Okay, du bist tot, sterben ist krank. Du wirst auf jeden Fall in deiner Wundinfektion sterben. Ich könnte die Leber auch rausnehmen. Aber wenn ich die Leber rausnehme, ich habe keine Ersatzleber. Das ist ein Ei. Befruchtet. Oh. Vielleicht mal plopp. Dann kommt ein Hähnchen raus. Ah, dieses ganze Gesterbe halt, das macht es halt wirklich schwierig, sich mal um die Sachen zu kümmern, um so einen kleinen Fortschritt zu machen. Weil kaum ist der eine da, dann stirbt der andere und dann. Man ist halt nicht hin, war aber auch dumm, hier direkt in den Frontalangriff zu gehen. Aber war auch notwendig, weil hier kam sie halt und dann. Wie viel Stahl habe ich? 359. Hier so zubauen und hier zubauen. Die Karawane nehmen wir nicht mit. Wundinfektion schwer. Na, du überlebst sie aber wenigstens. Nee, du überlegst die nicht, Alice. Hier, Roy überlebt die Verletzung. Verabschieden wir uns von dir. Tschüss. Mach's gut. So. Ah, die brauchen noch. Hab ich hier aus Marmor gebaut. Gut. Aus Marmor. Was bin ich denn für ein Dummkopf? Wollte ich die aus Marmor bauen? Nein, ich wollte die aus Bambus bauen. Wo ist das Ei hin? Da. Das Ei ist gefroren. Oh nein. Tot, Alice. War klar. Da waren es nur noch drei. Drei kleine.
Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt... Oh, jetzt müsste eigentlich wieder so ein... Ich müsste jetzt wieder so ein Raumschiff abstürzen. Wo wir jetzt drei gute haben. Im Grunde hier Tierpflege. Kochen. Ich müsste sie mal neu sortieren. So. Kochen 4. Kochen 6. Dann kocht sie nicht mehr. Und sie auch nicht. Nata kocht jetzt nur noch. Schmieden braucht sie auch nicht. Was könnte sie machen? Sie könnte mehr forschen. Gehen wir mal auf 5 in Forschen. Hat zwar 0. Ne, Handwerk braucht sie auch nicht machen. Dann nehmen wir das bei der das hier raus. Sie macht Jagen. Sie macht Bergbau und Bauen. Dann kann, ja, kann sie auf jeden Fall putzen. Auf 4. Und sie macht Feldarbeit. Auch auf 4. Kochen macht sie. Sie macht gar nicht. Doch, Schmieden, Schneidern. Wenn du nichts zu tun hast, kannst du kochen. Ich hoffe mal, es läuft ein bisschen besser. Oh, lieben die beiden sich etwa? Ist Charlie... Ja, die ist doch homosexuell, ne? Freundlich, klug, nee. Nata, auch nicht. Nö, niemand. Ist aber ist Roy ein Typ? Charlie ist ein Typ. Ah, Charlie ist... Ach so, das ist ein Typ. Charles ist ein Typ. Charles. Du kannst putzen, wenn du nichts zu tun hast. Auf. Husch, husch. Los. Da ist das kleine Küken geschlüpft. Plups. Oh. Wir haben's. Der Zucker. Dann läuft jetzt unsere Ei-Produktion an. Wohin geht's? Was holst du? Stoff? Ach, der liegt immer noch hier hinten rum. Nata hat eine schlechte Hose an, oder? Lass sie mal fallen. Weiß ja unnötig, wenn die erzwungen ist, dann kriegen die irgendwie. Ich weiß nicht, ob die einen Abzug bekommen. Tat so freiwillig eine Hose an, eine bessere. Hervorragend. Wildtiere. Was könnten wir noch? Der Puma ist tot. Hase, Emu, Strauß, Nashorn, Riesenfaultier, Dromedar. Ich will Dromedare probieren wir mal. Männchen und Weibchen. Wer ist unser Tierpfleger? Nata. Ah, die sind direkt hier in der Nähe sogar. Komm schon. Nö, warum nicht? Arbeit, machen Reinigen auf 4.
Nahrung haben wir jetzt auch wieder 7 Tage erstmal. Einer ist ja gestorben. Und das ganze Fleisch könnten wir noch verarbeiten im Endeffekt. Endlich hier, jetzt geht's los. Ich meine, wenn jetzt einmal aufgeräumt ist, dann ist ja auch nicht mehr so viel, aber wenn es einmal richtig mega unordentlich ist, dann dauert das ewig und es sieht scheiße aus. So, jetzt wollten wir erweitern. Strukturen. Marmor haben wir genug. Wir machen einen großen Marmortisch. Zwar hier in die Ecke, aber wieder nur 4. Und platzieren den da. Die Lampe kommt. Eins nach da. Die werden neu platziert. Und Kopien davon gebaut. So. Ja gut, hier oben brauchst du jetzt auch nicht sauber machen. Da ist ja eh niemand. Ist das die lahme Ente? Nö. Ja, wir haben ein neues Tier. Tiere hier. Tiergehege. Dromeda. Jäger, Wachstum, Wolle. Die machen auch Wolle. Okay. Trainieren wir die? Ich glaube nicht. Das bringt nichts. Jetzt fehlt nur noch das zweite. Hat sie jetzt schon, ist jetzt schon aufgestiegen? Nee, ist noch auf 2 bei Tierpflege. Sommer hat angefangen. So. Jetzt haben wir schon ein paar Tiere, ein bisschen Wolle kriegen wir gleich. Die können wir zum Stoff hinzunehmen. Hier 10 Kamelhaar. Oh, das dauert natürlich lange jetzt. Aber danach können wir den hier endlich abreißen. Den Mist. Nein. Das waren wieder so 2 Arbeitsschritte vorher, bevor es beendet war. Denkt man sich jetzt wieder, ja, ich höre jetzt auf. Dann hau den letzten Nagel doch einfach in den Marmortisch. Macht keinen Sinn, aber ja. Hinten müsste Eisen runtergekommen sein, eben mit dem Stoff. Hier. Das können wir gleich mal holen. Den Metallschrott. Warum hast du? Nö. Roy. Viel Reis, 207 nur. Aber wenn die jetzt genau, jetzt holt er dann gleich ein bisschen Reis und dann. Oh je, Feuer, es brennt und wo? Jetzt langsam kommt so das gute Gefühl, man bekommt wieder ein bisschen was auf die Reihe. Jetzt der ganze Stoff ist jetzt fertig. Was mega viel ist einfach. Und was wäre jetzt sinnvoller, wenn er
warten würde, bis alles im Lager ist. Eine Vorratskapsel, nochmal Stoff. Wo? Ach, da auch wieder in der Nähe. Ich meine, ist das Schicksal gerade gut mit uns? Hier, das können wir auch noch holen. Perfekt. Klamotten haben wir jetzt nämlich. Nehmen wir eine schlechte Hose, ein T-Shirt, noch ein T-Shirt, noch eine Jacke und zwei Parker. Boomratte wurde zahm. Und Großhändler, aber ich will keine. Doch, ich könnte die verkaufen direkt. Das ist gut. Wenn die kaufen sollten, falls sie kaufen sollten. Ich weiß es nicht, ich bezweifle es noch. Dafür waren die letzten Momente zu enttäuschend, als die als ich etwas verkaufen wollte. So, probier's mal. Charles, los geht's. Nur ein Kükenhahnhände. Labrador. Trommel, da könnte ich verkaufen. Das Fleisch behalte ich. Neutramin. Produktion, das brauchen wir später für Medizin, für gute Medizin, glaube ich. Bauteile, Bauteile, Bauteile kaufen. 40. Hier Stahl. Hose schlecht kann weg. Der Parker der Qualität kann auch weg. Wow, 85. Aber die Boomratte kann ich zum Beispiel nicht verkaufen. Tiere. Ab ins Tiergehege mit dir, Boomi. Boomi. Produzierst du schon irgendwas? Ich glaube nur die Weibchen produzieren. Von daher schlachten wir dich. Na, tolle Wurst. Nee. Achso, ist schon gelöscht. Verbrennungen. Verbrennung, linkes Bein. Die Schuhe-Blätter sind verdorben. Ah, die waren hier drinne. Ich bin dumm. Erlaube verrotten das hier. Nee. Ich weiß nicht mehr genau. So. Haben wir keine Steine? Doch, wir haben noch Marmor. Wenn die es mal endlich fertig bauen würden, dann könnten wir hier mal ein bisschen das hier schon mal wegmachen. Abreißen. Und du wirst verschoben. Ach, Nata ist die Bauerin, ne? Ja, ja, ja. Ja, wer macht denn Feldarbeit? Warum sät keiner aus? Roy, was macht denn Roy die ganze Zeit? Spielen. Los, seh. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Feldarbeiter. Die können es beide aber nicht. Komplett gar nicht. Naja, verhungern wir halt im nächsten Winter wieder. Wir werden sehen, wo es hinführt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es war wieder angenehm zum Zuschauen und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Mach's gut.